Die B42 soll ab Januar 2024 gesperrt werden. Zahlreiche Arbeiten erfolgen hier. Meine Frage ist, müssen die Menschen hier in Lahnstein einen Verkehrsinfarkt befürchten? Wir haben klar kommuniziert, dass die Verkehrssituation in Lahnstein im Jahr 2024 für alle Beteiligten eine Herausforderung wird. Wir haben alles getan, mit einer Anpassung der Verkehrsführung in Lahnstein den Verkehr möglichst reibungslos fließen zu lassen. Dennoch ist es wichtig auch, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mit der Situation auseinandersetzen und beispielsweise für sich auch passende Lösungen finden, wie beispielsweise Fahrten außerhalb der Spitzenzeiten zu planen oder einen Umstieg auf Bus und Bahn sich zu organisieren oder vielleicht auch eine Homeoffice-Regelung mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren. Es wurde kürzlich geschrieben, dass die Rudi-Geil-Brücke hier in Lahnstein ein Nadelöhr ist. Die Menschen befürchten einen Verkehrsinfarkt. Ist das realistisch? Es ist tatsächlich so, wenn die B42 weg ist, ist die Rudi-Geil-Brücke die einzige Möglichkeit, in Lahnstein die Lahn zu queren. Es ist ein Nadelöhr. Man muss an dieser Stelle auf jeden Fall mit erheblichem Verkehrsaufkommen rechnen. Die Arbeiten beginnen bereits im Herbst diesen Jahres. Das heißt, die Menschen in Bad Ems werden umgeleitet über die Denzer Heide. Kann ein Rettungswagen, wenn er über die Denzer Heide fahren muss, überhaupt noch pünktlich eine Klinik in Koblenz erreichen? Also die Rettungsdienste haben wir in unser Verkehrskonzept mit einbezogen und dafür gibt es auch Lösungen. Diese Umleitung über die Denzer Heide betrifft eigentlich nur 6 Wochen, wo wir die Rampe von Bad Ems Richtung Niederlahnstein sanieren werden. In dieser Zeit kann der Rettungswagen nicht den direkten Weg nehmen. Da bleibt wirklich nur der Umweg über die Denzer Heide oder die Fahrt durch den Tunnel durch, Anschlussstelle Oberlahnstein und dort zu wenden. Das sind aber nur 6 Wochen. Die Parksituation ist heute schon sehr angespannt in Lahnstein. Jetzt fallen noch weitere Parkplätze weg. Welche Lösung gibt es dort? Wir stehen in intensiven Gesprächen mit der Stadt Lahnstein auf der Suche nach Ersatzparkmöglichkeiten. Da gibt es einige Ideen und diese sollen auf jeden Fall mit umgesetzt werden. Wo genau die sind, können wir jetzt noch keine Aussage zu treffen. Ich danke Ihnen.